Folge vom Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute wieder mit Mama unterwegs. Wir haben gerade für Mamas Projekt Bilder gemacht. Und das Café ist so süß. Ich habe das gerade entdeckt, beziehungsweise auf Instagram entdeckt. Richtig süß hier. Kann nicht so lange filmen wegen der GEMA-Musik. Aber wir machen jetzt noch ein paar Bilder, trinken unseren Kaffee. Ich habe noch Bananenbrot hier. Sehr lecker. Wirklich eine 10 von 10. Und dann melde ich mich später wieder bei euch. Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich habe hier noch Bananenbrot für Philipp mitgenommen. Es ist einfach so lecker, ohne Zucker. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Kostet 3,50 ein Stück, aber ich finde das echt so gut. Wenn ihr mal in Frankfurt seid, probiert das unbedingt mal aus. Ich kann das wirklich sehr, sehr, sehr dolle nur empfehlen. Heute ist Samstag und ich melde mich erst jetzt wieder. Ich komme da gleich nochmal drauf. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen. Bei uns hat gerade der Postbote geklingelt und ich habe hier ein Paket von Pure bekommen. Und zwar wurde mir der Mahina Club geschickt. Das ist echt cool. Ich kenne Pure schon länger. Also wartet mal, lasst mich mal kurz überlegen. Wie lange ist das jetzt her? 2018 habe ich den Schmuck von Pure auch schon getragen und ich habe auch einige Schmuckstücke immer noch. Und ihr fragt wirklich so oft nach meinem gesamten Schmuck, dass ich mir dachte, das passt richtig gut. Ich habe für euch auch einen Code bekommen, aber ich habe selber noch nicht reingeguckt und ich dachte mir, wir machen das jetzt mal zusammen auf. Bei dem Club ist es so, dass ihr eben jeden Monat ein Schmuckstück nach Hause zugeschickt bekommt. Ihr könnt jeden Monat die Farbe neu bestimmen, also Rose Gold, Silber oder Gold. Ich persönlich liebe Goldschmuck, deswegen trage ich am meisten Gold und ihr bekommt halt auch exklusiven Zugang zu Pre-Sales oder ihr bekommt Rabattaktionen oder werdet über ganz viele News halt upgedatet und manchmal gibt es halt auch Gewinnspiele und Aktionen, wie auch diesen Monat. Hier liegt ein paar Snock-Socken drin, 39 bis 42, das passt mir auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also wir haben hier Snocks. Dann haben wir hier einmal einen Regenbogenanhänger. Oh Gott, das ist ja... Der ist hübsch. Oh mein Gott, den finde ich richtig schön. Dann haben wir hier ein Armband. Ah, da kann man, das habe ich auch gelesen, da bekommt man jeden Monat so einen neuen... Heißt das? So einen neuen Anhänger. Und kann den dann da dran packen. Also diesen Monat ist es ein Regenbogen. Zieh das direkt mal an, das ist ja richtig schön. Das passt auch richtig gut zu meinem anderen Schmuck und ich liebe Armbänder. Das ist super, super schön. Letzte, eine Kette, auch super, super schön, ein bisschen farblicher. Finde ich aber auch sehr neutral und dezent, also gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Kurz zum Schmuck noch, ihr könnt damit duschen gehen, ihr könnt damit ins Meer gehen. Er ist super langlebig, er hält mega, mega lange und ich kann euch das aus Erfahrung sagen, weil ich, wie gesagt, schon einige Schmuckstücke von Pure habe, schon von damals noch und die auf Reisen waren, meine Mutter, die getragen hat, Freundinnen, die von mir hatten und ich die Qualität wirklich super finde, kann ich euch wirklich auch sehr, sehr ans Herz legen. Ihr bekommt mit meinem Code Saskia Rainbow auf den Club, auf die Monatsabos, bekommt ihr 15% Rabatt und der Code gilt auch noch bis zum Ende von dem Monat, also den kompletten Juli. Ich packe euch nochmal alles unten in die Infobox, dann könnt ihr da nochmal ganz in Ruhe schauen. Und ich mache mich jetzt mal langsam fertig, denn ich bin jetzt zum Pizzaessen eingeladen. Wir haben jetzt kurz vor 4 und zwar bei dem Freund von meiner Mama. Meine Mama hat auch Panna Cotta zum Nachtisch gemacht und es gibt noch Mangolassi, also alle meine Lieblingssachen momentan. Das wollten wir eigentlich schon vor ein paar Wochen machen. Philipp ist auch eingeladen, aber der ist heute Abend noch wo arbeiten und deswegen kann der leider nicht kommen. Ich war auch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich überhaupt hinfahren soll oder nicht, weil ich gestern Abend, deswegen habe ich mich hier auch so lange gerade nicht gemeldet, mega Wehen bekommen habe. Also so richtig schmerzhafte. Die haben angehalten bis heute Morgen um 4 Uhr und es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber sind dann wieder weggegangen und jetzt habe ich immer mal wieder welche und keine Ahnung. Also ich kann nicht so genau sagen, ob es losgeht oder nicht losgeht. Wir dachten das jetzt schon mal, dass es losgeht und es war nichts. Wir sind aber nicht ins Krankenhaus gefahren, weil ich halt dann geduscht habe und halt abwarten wollte, weil man hört ja auch immer, dass das erste Kind länger dauert und ich wollte jetzt nicht, dass wir dann irgendwie die ganzen, keine Ahnung, wie lange das auch immer dauert, im Krankenhaus sind, weil ich da jetzt letztendlich ja auch nur meine Wehen veratmen kann, muss, wie auch immer. Zu spät wollte ich aber auch nicht losfahren und deswegen ist es momentan für mich immer so ein bisschen, geht's jetzt los, geht's jetzt nicht los. Philipp ist immer so auf Abrufbereitschaft, wenn er irgendwo ist. Es ist echt ein bisschen nervenaufreibend die letzten Tage gewesen und mir ging es halt einfach nicht gut. Deswegen habe ich die Kamera nicht in die Hand genommen,
Aber heute geht es mir ein bisschen besser. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Heute Morgen ist auch nichts Spannendes passiert. Ich musste erstmal ein bisschen schlafen und mich ausruhen, weil ich halt, wie gesagt, um 4 oder halb 5 fast eingeschlafen bin, weil die Wehen da aufgehört haben. Und dann bin ich heute Morgen directly, weil mein Körper sich dachte, so die 2 Stunden, 3 Stunden Schlaf lang, bin ich um 7 Uhr wieder aufgewacht. Ja, also wir sind dementsprechend beide sehr müde. Wieder zu Hause. Ich hoffe, das Licht ist jetzt nicht allzu schlecht. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich habe jetzt nicht so viel gefilmt beim Alex, das ist der Freund von meiner Mama. Wir haben super, super lecker Pizza gegessen. Es gab Bruschetta, es gab Panna Cotta hat meine Mama noch gemacht. Und der Alex hat sogar dem Philipp eine Pizza hier eingepackt. Hat der extra noch für ihn gemacht, weil er nicht konnte, heute der Philipp. Die kann er dann später kalt essen. Philipp isst das richtig gerne. Ich wollte euch mal so einen kleinen Einblick geben. Es soll kein Tagebuch jetzt bis zur Geburt oder so werden, weil ich das nicht machen wollte. Aber ich wollte euch einfach mal sagen, wie es mir gerade geht. Und das ist auch jetzt schon die letzten Tage so. Und es ist mega anstrengend, weil ich sage immer, wie toll alles ist. Aber dieser Part von der Schwangerschaft ist sau anstrengend. Ich habe mir jetzt Himbeerblättertee gemacht. Ich habe gerade, das kommt wahrscheinlich von vielen Sätzen, mega Unterleibschmerzen bekommen und so einen Druck nach unten. Alle, die schon mal ein Kind bekommen haben und Wehen hatten, glaube ich, wissen jetzt, was ich meine. Ich kann es leider nicht anders beschreiben als einen Druck nach unten. Es ist mega unangenehm und ich hatte das gestern Abend schon. Das hat sich durch die gesamte Nacht gezogen. Ich habe also wirklich sehr wenig geschlafen und ich muss mittlerweile einfach nur noch laut lachen, wenn mir Leute sagen, schlaf, wenn das Baby noch in dir ist. Freunde, ich schlafe momentan fast gar nicht mehr. Und das ist einfach anstrengend. Und ich bin einfach mega froh, wenn sie draußen ist. Sie soll sich auf jeden Fall die Zeit noch nehmen, die sie braucht. Das meine ich gar nicht damit. Aber ich kann langsam nicht mehr. Ich bin einfach fertig. Ich bin erschöpft. Ich bin müde. Ich bin schlapp. Ich habe voll oft schlechte Laune. Ich kann nicht richtig schlafen. Ich habe ständige Schmerzen. Ich hatte wirklich bis zu diesem Punkt eine wundervolle Schwangerschaft. Aber jetzt zum Ende merke ich, wie anstrengend das wird. Und ich wünsche mir einfach nur noch, dass sie jetzt rauskommt. Man malt sich ja immer aus, wie das dann so ist, wenn das Baby da ist und wie man so als Familie ist. Aber ich will das in real life haben. Ich will das jetzt haben. Philipp ist auch schon mega gespannt. Er fragt mich immer, und denkst du, sie kommt heute? Aber ich kann es halt nie so genau sagen, weil ich habe halt irgendwie seit 2 Tagen so dauerhaft irgendwie Schmerzen, die immer wieder kommen und gehen. Ja, ich habe auch so einen Gymnastikball, da setze ich mich immer abends drauf mit meinem Tee. Ich probiere auch alles, scharfes Essen, das, was meine Hebamme alles gesagt hat. Dieses Heublumensitzbad, Himbeerblättertee, Zimt, und alles nichts. Wenn Babys noch nicht ready sind, sind Babys noch nicht ready und anscheinend möchte sie noch ein bisschen drinbleiben. Ja, das zu meinem Abend. Ich werde jetzt meinen Tee trinken, noch ein bisschen mich auf den Ball setzen, mich abschminken und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder.